Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Sicherlich, allemal. Falltürschlüssel, Gold, Elfenrüstungen, Zeug. Und du? Falltürschlüssel nochmal, Gold, Schlüssel zum Verhörzimmer hatten wir alles schon, oder? Ja, das Verhörzimmer, da waren wir noch gar nicht. Gold, Wundertrunk, orkischer Kriegshammer. Ne, wir haben einen zwergischen. Ich will mal wissen, wo das Verhörzimmer ist. Ist das hier? Da oben. Ich schätze mal, dass ich da nochmal... Ich glaube, das ist nicht mein Primärziel, oder? Eleven Saloon. Ach ne, da bin ich ja hergekommen. Na gut, ich denke mal, wir gehen einfach mal in die Falltür mit dem netten Herrn, keine Ahnung, wie er hieß. Und auf. Wir sind jetzt in der Dunsthöhle. Hängemoos, wieso nicht? Ist ja noch irgendwas Schönes. Huch! Malboran, kommst du mit? Die Talmor werden mich nur okay, er kommt mit. Ah, was? Was denn? Was denn? Was denn? Das hört sich aber gar nicht gut an. Oh nein! Kommt sofort, Moment. Ihr gewinnt! Ich schnapp die neuen. Malboran, was springst du denn da rein? Wie bescheuert bist du? Okay, jetzt kommt meine Chance. Ich muss ihn jetzt besiegen, sonst bin ich total am Arsch. Ich würde gerade noch, wie wir das machen. Ach, ich habe eh keine Wahl. Einfach ins Gesicht, immer munter ins Gesicht. Komm, jetzt noch was erledigt. Und erledigt. Hahaha. Ist Malboran jetzt tot? Malboran ist tot. Och nö. Ach Malboran. Du unvorsichtiger Honk. Ist da noch irgendwas Besonderes drin? Irgendwie was versteckt? Eine Kiste oder so? Nö, gar nicht. Nicht vielleicht irgendwas. Oder da hinten noch. Oh, ein paar Knochen. Charmant. Und Geld. Ein ungewöhnlicher Stein. Bringt den ungewöhnlichen Stein zu einem Schätzer. Ein Beutel, das ist noch Dietrich und Gold. Und ein Buch. Illusion verbessert. Sehr, sehr schön. Okay, das hat sich ja doch noch gelohnt. Beschwörer-Novize. Blaue Pfeilfedern. X-Narben-Klauen nehmen wir auch mal mit. Nur das nicht. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Bin immer noch da. Ist ja nett, aber wo kommst du her? Vor. Ich folge. Wo bist du denn jetzt hergekommen? Hä? Der war da draußen. Der ist gar nicht mit reingekommen. Egal. Soll mich nicht stören. Und wo ist unser Herr Flüchtling? Schrill dieses komische Vieh, was ich nie einordnen kann. Das Pfui-Pfui-Vieh. Entkomme aus der Wurzel der Talmor. Sprich mit Delphin. Wo zum Geier bin ich? Ach, guck mal, so viele Ziele. Alles voller Ziele. Beschaff dir deine Ausrüstung. Okay, wo bin ich? Okay, wo ist Delphin jetzt? Okay, hab ich wahrscheinlich immer noch nicht markiert. So, Moment. Doch, habe ich. Aber hier habe ich nicht alles markiert. Markieren, markieren, markieren. Okay, wo ist das jetzt mit Delphin? Ach, die wird wieder ein Flusswald sein. Ah, Moment, 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 wo war Flusswald? Gott, sind wir schon weit gelaufen. Hier unten ist Flusswald. Ja, Delphin. Machen wir das? Da gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Gibt es was Interessantes? Da ist irgendwo eine Höhle. Da ist noch eine Höhle. Da ist noch mehr Zeug. Da ist einer der Steine. Den gucke ich mir an. Oh nein. Ich muss hier irgendwo hoch. Oh Gott, verdammt. Das war keine so gute Idee. Nein! Spring da hoch, du Lustiger. Du, ist egal wohin. Nicht mal unbedingt hoch. Einfach nur an der Seite weiter, aber nicht runter. Oh, shit. Feind. Das heißt, ich kann ja auch nicht mehr schnell reisen. Was haben wir denn für einen Feind? Bitte kein Schneetroll, bitte kein Schneetroll, bitte kein Eistroll, meine ich.
Ach, ein Eiswolf, das ist ja nicht. Hau ab. Und weg ist er. Holzfels brauchen wir nicht. Ich will zu diesem Stein. Kann ich denn irgendwo hoch? Komme ich doch niemals hoch. Ich muss da irgendwo einen Weg nach oben geben. Wahrscheinlich von der anderen Seite oder so. Oder kann ich hier hoch? Naja, noch geht es. So machen soll man das zwar sicherlich nicht, aber es funktioniert noch. Wo muss ich denn hin? Das Ganze nach da oben. Ich zweifle irgendwie, dass das klappt. Ich versuche es erstmal noch. Noch klappt es. Das klappt schon nicht mehr so gut. Ich komme irgendwie nicht wirklich höher. Ah doch, jetzt geht's wieder ein bisschen. Komm schon, höher, höher. Nein, nicht weiter runter, höher. Ja, schön. Ja, höher, höher, höher. Ach, oh Gott, das sieht so dämlich aus. Komm schon, wir müssen irgendwie hoch. Okay, das hat uns ein ganzes Stück nach oben gebracht. Da komme ich allerdings nicht vorbei. Und jetzt bin ich wieder ein ganzes Stück nach unten. Ja, höher. Höher. Das muss einen ganzen Part ausfüllen, dieser Mist. Komme ich überhaupt höher? Bewege ich mich noch nach oben? Garantiert einen total lässigen Weg nach oben. Ich werde ihn gleich oben sehen und mich total darüber aufregen, dass ich hier so bescheuert hochgedackelt bin. Falls ich überhaupt irgendwann oben ankomme. Das schaffe ich nicht. Mal kurz auf der Karte gucken. Ich weiß nicht, wie ich. Moment. Da oben ist der. Da muss ich wahrscheinlich hier lang laufen. Scheiße. Okay, dann wird das nicht. Ich hier auch, hab doch gerade nur noch karge Felswand gesehen. Ich gebe es erstmal auf. Wir gehen mal zurück nach Flusswald. Und sprechen mit Delfin. Und dann mal gucken, ob wir irgendwo ein paar Nebenquests finden oder ob die Hauptstory total passend wird. Total packend und geil und mega episch und. Naja, wir gucken eben mal. Ich weiß es nicht. Hallo Feendahl. Okay, Delfin werden wir wieder im schlafenden Riesen treffen, nehme ich an. Wie viel Gold haben wir eigentlich gefunden? Das können wir genau nachgucken. 212. Na toll. Das ist ja noch nicht so viel. Also schon ich euch. Alter, ich bin ewig hier. Ich habe meine Reise hier gestartet. Ich bin Stammgast hier. Ich habe sogar ein Haus hier. Wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch einen Streich. Also du rennst mir überall hinterher. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Geheimniskrämerei ist nicht mehr so, ne? Delfin und meine Kiste. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Yeah. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Lieb von dir. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Oh ja. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb fragt ihr dann, habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Ja, ich bin mir sicher. Sie suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt. Ich dachte, die Talmo hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmo ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Wieso? Was wollen die Talmo von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Ja. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmo uns im großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hm.
Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Sie scheinen in den Riftern zu vermuten. Welche Ironie, nicht wahr? Ja. Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Das heißt, du bist genauso blöd dennoch wie die. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Ich glaube, Hatva, nee, nicht Hatva, wie hieß der? Hatva war der Böse. Ralof hat mir doch am Anfang gesagt, dass wenn jemand weiß, was die Drachen so machen, ist es Ulfric. Jetzt ist es Esbern, aber na gut. Sie scheinen in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Rattenweg? Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet... Wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay. Ich sehe gerade, dass die Waffen hängen. Stahlschwert und orkischer Zweihänder brauche ich nicht. Leere Truhe. Ein Langbogen brauche ich auch nicht. Alchemielabor brauche ich auch nicht. Was ist das denn? Eisgeist-Szene. Die nehmen wir mal mit. Und soll's auch. Was ist das bitte? Eine Pfahlwurzel. Charmant. Wieso nicht? Glühstaub nehmen wir auch mit. Und hier ist mein ganzes Zeug. Yeah, mein ganzer Kram. So viel Scheiß habe ich da. Jetzt muss ich ja viel zu viel Traglast haben, oder? Moment, wenn ich das alles mitnehme. Nö. Ich habe immer noch genug Traglast. Ist ja geil. Wie die Rüstung so wenig? Moment. Talmor-Zeug? Oh, so viel Geld. Wo ist denn die Elfenrüstung? 1, 1, 4 und 1. Macht 7 für die ganze Rüstung. Und meins hat 4, 20, 4 und 4. Das macht 32 für die ganze Rüstung. Vielleicht stelle ich auf die um. Rüstung 8, 29, 8, 14. 17, 44. Ja, okay, die ist wesentlich besser. Um Längen. Um viele tausend Längen.